Ja, vielen Dank, Thomas, für deinen Beitrag. Gibt es zu diesem Zeitpunkt schon Fragen, Statements aus dem Publikum, um mit in die Diskussion reinzugehen? Sonst würde ich nochmal an Jana weitergehen. Ja, Carsten? Ja, danke schön. Carsten Rochholz ist mein Name. Ich würde mal gerne die Frage in den Raum bringen, welche internationalen Abkommen können denn als Hebel eingesetzt werden? Es gibt ja eine ganze Reihe von Abkommen oder Maßnahmen, das EU-Handelssicherungskonzept, was die Einfuhr von illegalem Holz eigentlich unterbinden sollte. Dafür ist der Zoll in Deutschland zuständig und ich weiß nicht, ob der wirklich Fachpersonal ausreichend an Bord ist. Und die andere Frage ist, ja, Mercosur, so wie ich kürzlich hörte, hat Österreich vor der Wahl am letzten Sonntag ein Nein zu dem Abkommen erstmal genannt. Das würde ja bedeuten, dass es nicht im Einvernehmen aller europäischen Staaten zustande kommen könnte. Wie schätzt du da ein, Martin? Wie wird die neue Regierung in Österreich damit umgehen? Danke. Nein, es gibt ja noch keine neue Regierung in Österreich. Wir wissen ja nicht, wie sie aussieht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das Abkommen so nicht in Kraft tritt. Es gibt auch innerhalb des Europäischen Parlaments eine erstaunliche Koalition. Da sind wir sogar im Agrarausschuss, haben wir da auch eine Mehrheit im konservativen Agrarausschuss. Also die Messe ist noch nicht gelesen. Was ich befürchte, ist aber sozusagen, wir haben jetzt einen Handelskommissar, das war der vorherige Agrarkommissar, der hat an diesem Deal Mercosur erheblich mitgewirkt. Und der hatte gestern in der Befragung nach dem Motto, Herr Kommissar, in spe, was wollen Sie denn eigentlich in Zukunft machen, um gerade auch Umweltstandards zur Sicherheit, ja, er wird sich bei den Verhandlungen immer dafür einsetzen. Das heißt aber im Grunde nichts, weil dieses Mercosur-Abkommen, obwohl die Kommission das Gegenteil behauptet, sind die ganzen Teile, die angeblich dazu beitragen kann, beitragen sollen, den Bolsonaro zu stoppen, sind alle überhaupt nicht rechtsverbindlich. Das heißt, man kann jetzt drohend den Finger heben, man kann aber jetzt nicht mit Sanktionen sagen, okay, wenn du das weitermachst, holt man kein Soja mehr oder so. Nee, das ist gar nicht der Fall. Was ich befürchte, ist aber was anderes, dass die Kommission dasselbe macht wie bei CETA. Dass sie nämlich den Teil, wo die Mitgliedsländer nicht zustimmen müssen, sagt, okay, den setzen wir vorläufig in Kraft, wenn es eine Mehrheit dafür im EP gibt. Wie gesagt, die sehe ich noch nicht, aber wenn es eine geben sollte. Und den Rest, den lässt man so über Jahre in den Parlamenten verschwinden. Aber der Hauptteil wird sozusagen vorläufig in Kraft gesetzt. Das hat bei CETA geklappt und vielleicht wollen sie die Taktik auch mit dem Mercosur-Abkommen machen. Nur ein Satz dazu, wir hatten im Agrarausschuss dann eine Debatte mit dem Handelsmenschen, der das mitverhandelt hat, der sagt dann, ja, sie wollten ja nicht mit einer Peitsche jetzt mit den Südamerikanern reden, sondern sie wollten im Dialog die Probleme lösen. Und dann habe ich gesagt, wie kann man denn eigentlich mit jemandem, der offiziell vorher ankündigt, du hast es ja auch nochmal gesagt, ich will den Amazonas abholzen, dann sagen, mit dem machen wir jetzt einen Dialog, ob er es denn irgendwie jetzt mal lässt. Ja? Oder schicken Geld zur Wiederaufforstung hinterher. Wiederaufforsten kann man diese Wälder ja sowieso nicht in dem Maße, wie sie sind. Anderer Punkt noch, wie können wir über Handelsabkommen denn sicherstellen, dass kein illegal gefälltes Holz nach Europa kommt? Du hast es ja die Antwort im Grunde schon gegeben. Unsere Grenzkontrollen oder unsere Zollämter, die das ja überwachen müssen, sind gar nicht in der Lage dazu zu unterscheiden, ist das jetzt illegal oder ist es legal gefälltes Holz. Wir hatten einen Skandal sozusagen, wir haben ja auch ein Freiheitsabkommen mit Vietnam geschlossen. Dann hat man darauf verzichtet, das ist ja auch immer Teil, das muss ich auch mal wissen, welchen Handelsabkommen mit jemandem macht, ist ja auch ein großer Teil immer, ich baue dann Kontrollen ab. Man will ja den Handel erleichtern. Und wir haben dann den Handel mit Holz mit Vietnam erleichtert. Die Folge war, dass dann kambodschanisches Holz als vietnamesisches umdeklariert wurde und auf den europäischen Markt gekommen ist. Also es gibt effektiv ja keine Kontrollen vor Ort und das ist das Hauptproblem. Wir können zwar es sagen, aber im Grunde sind wir nicht in der Lage zu unterscheiden, legal, illegal. Und man begnügt sich dann damit, dass da irgendjemand ein Zertifikat drauf setzt. Zertifikateindustrie ist, glaube ich, die am schnellsten wachsende Industrie in der Europäischen Union, wo jeder dran mitverdient. Und ich sage es auch ganz klar hier, weil
FSC ist für mich mittlerweile ein echter Beschiss, jedenfalls bei ausländischem Holz, nicht in Deutschland, aber bei ausländischem Holz. Ich habe selber gesehen, dass in Brasilien Eukalyptusplantagen mit FSC gehandelt werden, weil man gesagt hat, ja, da war ja kein Wald mehr und dann haben wir Eukalyptus aufgeforstet. Und das kommt dann hier als Toilettenpapier an. Also das muss man auch mal klar sagen, da muss man denen, die Zertifikate verkaufen, auch mal richtig auf die Füße treten. Es gab jetzt dort vorne noch eine Wortmeldung, die nehmen wir noch und dann kommen wir zu euch beiden. Ja, mein Name ist Werner Loke, ich komme aus dem Ostwestfalen, aus dem Lippischen. Und der das weiß, wir haben da einige Wälder. Wir bewirtschaften bei uns in öffentlicher Hand einen Wald mit 17.000 Hektar. Und das ist schon eine Größenordnung. Und wenn wir darüber reden, wo wir unseren Wald hinbringen, dann geht es zu 80% zurzeit nach China. Ja? Also davon zu reden, dass wir hier einen Überschuss haben, den wir hier irgendwo loswerden müssen, das scheint hier nicht der Fall zu sein, sondern wir sind wirklich ein großer Exporteur von Fichten. Bei mir hinter dem Haus fahren jeden Tag die großen Seekontainer hoch und werden beladen und geht dann wieder los. Davon mal abgesehen, wie wir damit umgehen wollen. Wir haben FFH-Schutzgebiete und auch mal deutlich zu machen, in Nordrhein-Westfalen gibt es in FFH-Schutzgebieten keine Auflagen für die Waldwirtschaft. So einfach ist das. Und solange wir da weitermachen, und das ist meine Frage jetzt an Europa und Bundespolitiker, Martin, du hast das gerade gesagt, was in Spanien oder in Portugal passiert ist, da haben die Wälder gebrannt, da gibt es jetzt auf einmal öffentliche Mittel dazu, der wird aufgeforstet. Wir haben vom Nachmittag genau darüber diskutiert, über diese Situation. Wir werden viele Milliarden verschieben in den nächsten Monaten, in Jahren. Sie rennen hinterher und laufen gnadenlos los und wollen das Geld haben. Was für Kriterien stellen wir denn auf? Werden wir zum Beispiel auf Bundes- und auf EU-Ebene, sagen wir mal, Kriterien erlassen, die dazu führen, dass wenn jemand Subventionen kriegt, also öffentliche Gelder, dass er auch Standards einhält, dass bestimmte Kriterien auch in dem Wald in Zukunft erfüllt werden? Also irgendwelche Plantagen, ob das Fichten, Douglasien oder sonst irgendetwas ist, das kann es doch nicht sein, dass wir genau da weitermachen, wo wir vor zig Jahren angefangen haben, ob so alle genau gewusst haben, dass das nicht funktioniert. Und heute zu sagen, wir müssen innerhalb von 3-4 Jahren alles aufforsten, was in 3-4 Jahren der Klimawandel wieder ganz schnell verändern wird, ist ein Verbrennen von Geldern für eine ganz bestimmte Klientel. Und wenn wir dann als Politiker nicht die Möglichkeit nutzen, jetzt auch Kriterien festzulegen für das Geld, was in diesen Topf reingeschoben wird, und das werden ja nicht wenig sein, dann werden wir gnadenlos wieder versagen. Und dann werden wir damit große Baumschulen finanzieren, die dann irgendwelche Plantagen, und wenn es nur Douglasien sind, hochziehen werden. Und das ist Aufgabe von Politik, und ich hoffe, da wird auch die EU und auch auf der Bundesebene da mal drauf geschaut, und das würde mich interessieren, was man damit machen kann. Vielen Dank. Der Martin hat ja gerade auch schon kurz gesagt, dass er in seinem früheren Leben mal Vorsitzender einer Waldgenossenschaft war, sozusagen. Ich möchte kurz auf die Frage bezüglich des China-Exports eingehen, weil ich bin selbst, deswegen die Anknüpfung, Geschäftsführer noch einer Forstbetriebsgemeinschaft. Und die Sache ist im Moment einfach so, der China-Export ist nicht aus Lust und Laune gemacht, sondern er ist ein Zwang der Notwendigkeit, um überhaupt jetzt noch Fichtenholz loszuwerden zu einem Preis, der die Aufarbeitungskosten, die Ausbringungskosten kaum noch deckt. Also es ist eine wirtschaftliche Realität, dass es nur darum geht, die ersten 11,80 Meter eines Baumes noch vermarktet zu bekommen und einen Teil der Kosten wiederzubekommen. Ich sehe schon, der Harald Klingebiel hat sich gemeldet, der will darauf auch was sagen. Ich führe das noch kurz aus und komme dann zu dir. Und wir haben leider gerade dieses Problem, und das ist zumindest aus der Seite der Waldbesitzenden vor Ort, vor allen Dingen der Privatwaldbesitzer, das Problem, dass sie durch diese Borkenkäferkalamität, aus welchen Gründen sie auch hingekommen ist, das kann man lange diskutieren, jetzt diese Situation vorfinden. Harald, du wolltest direkt darauf reagieren. Ja, ich finde es ganz gut, bei den Stoffflüssen mal ein bisschen weiter zu gucken. Also ich exportiere auch Fichtenstammholz nach China aus den gleichen Gründen. Spannender ist, ich habe letztes Jahr mal Roteichen-Starkholz in die Schweiz verkauft. Das Ganze ging folgenden Weg. Eine Schweizer Firma, die bei mir hier in der Hart, also hier in Haltern, Roteichen-Starkholz kauft, aus mehrschichtigen, naturgemäßen Beständen, alles gut produziert. Und dieses Holz ging eigentlich für einen Hotel-Innenausbau in Lausanne am Genfersee. Das Holz ging von hier, von der Hart, in Überseecontainer
nach Antwerpen, ging nach Shanghai. Dort wurde die ganze Sägewerksarbeit gemacht, die ganze Vorarbeit in der Schreinerei, die ganzen Stoffarbeiten. Danach gingen die ganzen Möbel wieder in den Container und kamen über den Atlantik wieder zurück, wieder über Antwerpen, beziehungsweise in dem Fall war es, glaube ich, Rotterdam, und dann mit dem Schiff den Rhein runter, über Basel nach Lausanne, und dann hat eine französische Firma in Lausanne den Innenausbau für das Hotel mit dem Roteichen-Stammholz aus der Hart gemacht. Und so ähnlich könnt ihr euch das mit den ganzen Fichten, die jetzt nach China gehen, also China braucht natürlich selber auch wahnsinnig viel Holz, aber wahrscheinlich kommen 80% dieses Holzes als Fertigprodukte dann wieder zurück. Das ist im Moment das, was unter dem Thema Arbeitsteilung läuft, der man sich auch als Produzent im Moment nicht entziehen kann. Das ist im Moment diese Arbeitsteilung, die da über diese Logistikcontainer passiert. Und selbst wenn man sehr genau auf seine Kunden guckt, hat man nur begrenzt Möglichkeiten, das zu unterbinden oder das anders zu machen, und bei der Fichte im Moment schon mal gar nicht. Das ist sozusagen eines der großen Themen für die Politik. Wie gehen wir eigentlich mit solchen Logistiken und Stoffflüssen um? Dankeschön. Das ist ja das spannende Thema unseres morgigen Workshops Holz aus fernen Ländern, wo wir das Ganze nochmal detailliert weiter besprechen können. Hier vorne war noch irgendwo eine Wortmeldung? Ja, ich möchte das auch nochmal bestätigen. Bei uns werden allerdings die Buchen in große Container gepackt und nach China geschippert. Und das tut weh, die großen Bäume zu sehen, wie die da verschwinden. Es ist dann der Landesbetrieb Wald und Holz, der das hier bei uns bewirtschaftet. Und ich hatte gerade den Herrn aus dem Ministerium gefragt und der sagte, ja, wir müssen für den Haushalt, ich meine, ich dachte, die Summe von 3,5 Millionen erwirtschaften, und dann bleibt uns nichts anderes übrig, als die wertvollen Hölzer sozusagen dann zu verschiffen. Das ist die Schwierigkeit der Eigenwirtschaftlichkeit des Landesbetriebs Wald und Holz sozusagen, die ihre Gelder wieder erwirtschaften müssen. Es war hier vorne noch eine Wortmeldung, und dann würde ich gerne Oliver bitten, die Frage versuchen zu beantworten nach den Standardsentwicklungen und den grünen Kriterien. Also Andreas Mayer, erstmal mein Name, ich komme aus Kleve. Wenn man euch so hört, könnte man ja beinahe Kommunist werden. Jetzt sehe ich also einen immer mehr beschleunigten Welthandel, der in Südamerika Probleme verursacht, der in Vietnam Probleme verursacht, Kambodscha. Also das Holz geht von hot nach her, da geht im Amazonas wird da gerodet oder verbrannt, und dann kommt da das Fleisch bei uns auf den Teller, und danach kommt das Soja bei uns auf den Teller. Und das alles, weil die Zollgrenzen abgebaut werden, weil der Handel ist immer internationaler und die Weltwirtschaft muss wachsen. Jetzt sind wir nicht bei den Kommunisten, jetzt sind wir beim Grünen. Wir müssen ja eine Forderung irgendwie, versuche ich dann mir abzuleiten. Und ich kann mir vorstellen, jetzt den Welthandel stillzulegen, also gerade ein bisschen zu viel. Aber ich kann mir schon vorstellen, genauso wie die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, AGBL, in Bremerhaven ja den Sojaimport mal kurz blockiert hat. Ich kann mir vorstellen, so eine Forderung würde auch unserer Landwirtschaft natürlich im Umgekehrten viel helfen. Also Verknüpfung Amazonas und unserer Landwirtschaft auf eine bessere Grundlage zu stellen. Das könnte man ja auch mit dem Fleischimport machen, also dieses Handelsabkommen, um einfach Fleisch und Soja rauszunehmen und zu sagen, nein, ihr produziert es so nicht nachhaltig, das können wir hier nicht mehr akzeptieren in Europa. Das könnte ich mir vorstellen, dann haben wir politische, greifbare Forderung. Zu dieser praktischen Anregung sofort an den Martin. Also nichts gegen internationalen Handel. Um es auch mal deutsch zu sagen, aber jetzt wird ja Donald Trump missbraucht sozusagen, das ist ein Protektionist, und die Europäer müssen jetzt für den freien Welthandel sorgen, egal mit wem, und wer bei drei nicht weg ist, kriegt ein Freihandelsabkommen. Die Europäische Union verhandelt noch 68 weitere Freihandelsabkommen, wir haben sogar mal mit Syrien angefangen eins zu machen. Ja? Das kann keine Politik sein, weil sie kein Maß haben, sondern im Grunde
war Handelspolitik immer nur darauf ausgerichtet, der Europäischen Union, auch von anderen, zu sagen, wir müssen europäische Waren überall frei verkaufen können. Was können wir verkaufen? Autos, Maschinen, auch Know-how und Dienstleistungen. Und das andere ist, mit was zahlen andere? Mit was zahlen denn Argentinier oder Brasilianer? Natürlich mit Agrargütern, mit was denn sonst? Und das hat man seit 20 Jahren nicht aufgegeben, sondern ganz im Gegenteil, die Europäische Union hat es verschärft. Und man kann natürlich Handelsabkommen machen, wo man ganz klare Umweltkriterien benennt und sagt, das ist verpflichtend. Und wenn du es nicht machst, dann kannst du auch nicht importieren. Wir haben zum Beispiel auch jetzt schon Importe von Rindfleisch aus Südamerika, ist ja jetzt nicht neu, es kommen jetzt nochmal 100.000 obendrauf. Aber das ist eine sogenannte Hilton-Quote. Das heißt, das hat nichts mit dem Hotel zu tun. Aber diese Maßstäbe sind wirklich ganz streng. Die müssen Grünland haben, die dürfen nicht sozusagen in so Feedlots großgezogen werden. Der Maßstab ist gelegt. Und den setzt man jetzt selber wieder außer Kraft, wenn man sagt, okay, so viel Grünland gibt es gar nicht mehr für die Rinder. Die werden nämlich auch in Südamerika in zunehmenden Feedlots gemästet. Feedlots, weiß das jeder? Massentierhaltung ohne Dach. Also das ist, wenn Tiere wirklich, die Rinder werden da ein halbes Jahr in Pferchen gehalten und vorne fährt morgens und abends ein LKW vorbei mit Soja- und Maismischung und die werden richtig gemästet wie Schweine. Und nach einem halben Jahr bringt man die dann, also ist es letzte halbe Jahr nach Intensivmaß, bringt man die dann auf den Markt. Das ist zudem auch die Produktion von den Südamerikanern. Das könnten wir alles verhindern, wenn wir sagen, das wollen wir nicht. Aber dafür ist kein politischer Wille und man sieht, dabei rennt uns jetzt die Bude ein, die Süßwarenindustrie, die Autoindustrie, den Maschinenbauer und sagen, das müsst ihr unterzeichnen, damit es der deutschen Wirtschaft wieder gut geht. Und der Witz war dann noch, der Kommissar hat gesagt, die Schokoladenproduzenten in Europa werden am meisten profitieren von dem Handelsabkommen in Südamerika. Ich meine, okay, liebe Kakaoanbauer in Deutschland, freut euch, wir können jetzt mehr Schokolade nach Südamerika liefern. Die Süßwarenindustrie ist ein Haupttreiber dieses Abkommens. Das muss man sich mal vorstellen. Vielen Dank. Kommen wir nochmal zurück zur Waldentwicklung, zum Waldschutz. Die Frage war nach grünen Kriterien sozusagen. Da werden wir sicherlich morgen im Panel Zukunftswald auch nochmal intensiv drüber diskutieren können. Aber vielleicht kannst du, Oliver, in gebotener Kürze ein paar Punkte darstellen, was sich die grüne Bundestagsfraktion vielleicht zu dem Thema schon überlegt hat. Ich will aber erst noch zu dem Handelsthema einen Satz sagen, weil ich, ja, Leute, das ist spannend, weil es sich ja da an vielen Stellen bricht und ich glaube nämlich, also ich bin zutiefst überzeugt, in einer Welt, die vernetzter, digitaler wird, wo wir auch eine Klimaherausforderung haben, wo wir ja auf internationale Zusammenarbeit angewiesen sind. Wir werden Klimaschutz ja nicht national lösen. Diejenigen, die nationale Antworten geben, die stehen rechts außen und die leugnen die Klimakrise. Deshalb glaube ich, dass schon an der Stelle auch eine Zusammenarbeit und Zusammenarbeit gehört dann immer auch Handel. Nur, was der Grundfehler dieser ganzen Abkommen ist, dass eben das, was wir sonntags im Pariser Klimaabkommen vereinbaren, dass das montags im Mercosur-Abkommen nicht mehr auftaucht. Das muss das Grundprinzip sein, dass all diese Dinge dann auch in diesen Handelsabkommen verankert werden und am Ende dann auch sanktioniert werden. Also, wenn irgendein Land... Das fängt beim Stahl an und hört beim Holz auf. Wenn China Stahl produziert mit zu viel CO2 oder wir, Deutschland, im Moment macht das nämlich Deutschland, dann gibt es entsprechende Sanktionen, weil das gegen das Pariser Abkommen verabschiedet wird. Genauso kann man das auch beim Wald machen. Das, finde ich, muss eine Botschaft sein. Das ist auch eine positive Botschaft, weil Handel ist an vielen, vielen Stellen und sinnvoll und auch notwendig. Das schließt natürlich nicht diese Perversion ein, von der Ute Sickelmann weiß ich, der Sand vom Niederrhein ist nach Abu Dhabi gegangen, um da am Ende, ich meine, da wird es dann irre, ne? So, also, oder was wir da gerade gehört haben, da kann man ja nur noch den Kopf schütteln. Standards für unseren Wald. Ich finde, und ich glaube, hier ist der Harald, der sitzt da, Harald Ebner wird gleich viel detaillierter, deshalb will ich das gar nicht, dem gar nicht vorweggreifen, was wir uns in der Grünen Bundestagsfraktion überlegt haben. Ich glaube jetzt nur, wir erleben ja im Moment, was eine große Koalition macht.
Sie tut das, was sie in allen Bereichen tut. Sie schüttet das Problem mit Geld zu. So, und da frage ich mich ja, wozu wird dieses Geld am Ende verwandt? Da höre ich, sie übertreffen sich dann Armin Laschet, Markus Söder damit, wie viele Millionen und zig Millionen Bäume und jetzt irgendwie gepflanzt werden sollen. Und da geht man zum Förster oder da geht man zum Waldbauern, auch wenn man nicht vom Fach ist, und sagt, was sollen das denn eigentlich für Bäume sein, die gepflanzt werden? Und wo bitteschön gibt es diese Bäume? Also wo werden die heran? Dann sagen die alle, wissen wir auch nicht. Und ich finde, damit fängt es an der Stelle schon an, dass wir sagen, es muss am Ende, darf es nicht dazu führen, dass diejenigen, die solche Wälder hergestellt haben und damit ja gegen die Natur gewettet haben, indem sie Monokulturen, indem sie rein auf Ertrag abgezielt haben, indem sie gesagt haben, die Natur soll da eine untergeordnete Rolle spielen und die jetzt am stärksten auch davon betroffen sind, dass die am Ende noch belohnt werden. Und wenn wir Geld geben, dann, auch wie wir das bei der Landwirtschaft zum Grundprinzip machen, muss es eine ökologische Gegenleistung geben, da muss eine naturnahe Waldentwicklung stattfinden, sonst finde ich jedenfalls, kann es keine Förderung geben. Ich habe aber sehr stark den Eindruck, dass Julia Klöckner eigentlich nur bestimmte große Waldbesitzer fördern will, die jetzt im Moment die beste Lobbyarbeit da in Berlin machen und dass bei denen dann das Geld dann entsprechend ankommen soll. Und das darf an der Stelle nicht sein. Es gehört auch dazu, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, neben der naturnahen Waldentwicklung, dass wir auch sagen, wir haben ja dann und kritisieren zu Recht Brasilien und was Bolsonaro da alles macht. Ich habe aber auch schon mal von Südamerikanern gehört, die gesagt haben, naja, ihr Europäer seid da wohl feil. Ihr habt eure Wälder alle schon mal im Laufe eurer Geschichte alle abgeschlagen. Das war ja auch so. Hier gibt es kaum überhaupt keinen Wald, der nicht irgendwann mal verschwunden ist. Und der ganze Mittelgebirgsregion war baumfrei. Jetzt habt ihr teilweise daraus wieder Holzplantagen gemacht. Jetzt erklärt ihr uns aber, wie wir unseren Wald zu bewirtschaften haben. Da ist ja auch, ich finde das nicht alles richtig, aber da ist ja an der Stelle was dran. Und ich finde, da ist es das absolute Mindestmaß und wir sind da von der CDU, der Harald kann das gleich erzählen, aus der Bundestagsdebatte, wir sind dafür gegeißelt worden, dass wir gesagt haben, in der Perspektive müssen 10% der Waldflächen naturbelassen bleiben und nicht mehr bewirtschaftet werden. Da sind die regelrecht aus dem Anzug gesprungen. So, ja, bei den 5% schon. Bei den 5% ging es an der Stelle schon los. Und wobei die Wissenschaft ja eigentlich sagt, es müssten 10% sein. So, und ich finde, das muss aber dann auch der Teil sein. Der andere Teil, damit wir eben nicht die Importe produzieren, muss es auch eine eigene Produktion hier sein, die entsprechend naturnah. Und ich finde, wenn man Geld einsetzt, muss man das entsprechend dann auch anreizen, muss man da die klaren Kriterien legen, dass das Geld auch nur dann dafür entsprechend eingesetzt wird, damit nicht wir am Ende noch Steuergelder bezahlen, damit die, die es immer noch nicht kapiert haben, jetzt wieder Fichtenmonokulturen machen, weil das wäre ja nur das Verrückteste, was man sich nun überhaupt vorstellen kann. Vielen Dank, Oliver. Ich würde jetzt gerne noch mal den Bogen schlagen zum Ausgangspunkt unseres Workshops, dem Wald-Naturschutz, dem Erhalt alter Wälder oder dem Erhalt von Wäldern. Und Jana, ihr von Robin Wood habt euch Rumänien als Land ausgesucht, um zu schauen, um auch dagegen vorzugehen, wie mit dem Wald umgegangen wird, wo doch die letzten Urwälder Europas gerodet werden, vernutzt werden. Warum gerade Rumänien, wo doch gerade auch zum Beispiel in Hessen, um nochmal darauf zurückzukommen, zum Beispiel die A49 gerade neu gebaut, weitergebaut werden soll, von Gießen nach Kassel. Dort gibt es seit ein paar Tagen eine Waldbesetzung. Seit gestern besetzt. Seid ihr da auch mit aktiv oder sagt ihr, wir konzentrieren uns derzeit auf die rumänischen Wälder, um da diese alten Wälder zu erhalten? Klar, also wir sind da auch mit aktiv, aber da an diesen Orten, da macht keiner sein Logo drauf sozusagen. Denn das ist halt eine breite Bewegung. Da sind Leute aus dem Hambi, Leute von unterschiedlichen Umweltverbänden sind da aktiv, gibt es ja eine große Kletterszene und so.
Da sind wir schon auch, aber da wollen wir nicht so drüber stehen. Ich finde es total schön hier, weil es gibt so 1000 Eckpunkte, über die man jetzt stundenlang weiterreden könnte. Ich würde das auch total gerne machen. Ich hätte noch viel zu erzählen über ein FFH-EU-Vogelschutzgebiet im Nürnberger Reichswald oder Nürnberger Reichswald, den könnte man auch mal umbenennen, wo dann jedes Jahr zu Brut- und Setzzeiten jedes Jahr wieder wahnsinnig viel Holz rausgeholt wird mit ganz offen kommunizierten ökonomischen Zwängen. Das geht einfach auch nicht. Also wofür dann FFH? Naja, Einfuhr nach Europa, das hat so ein bisschen was auch mit Rumänien zu tun, weil da ist es nämlich dann sozusagen ja noch schlimmer, weil das Holz ist ja dann schon in Europa. Also die Einfuhr sollte ja eigentlich so stattfinden, dass zumindest mal an der EU-Außengrenze das Holz einmal kontrolliert wird. Danach darf es sich dann pingpongmäßig überall frei bewegen. Und genau das ist eben auch für Rumänien der Fall und für alle anderen rumänischen Hölzer, dass man dann noch viel weniger irgendwelche Lieferkettennachweise bekommt. Also eigentlich müssen Lieferketten vorgehalten werden, es ist aber wahnsinnige Kleinarbeit, dann da wieder ranzukommen, um aus Klageverfahren gehen und so weiter. Rumänien, warum Rumänien? Rumänien hat einen sehr großen Teil der Karpaten und in diesen Karpaten befinden sich die größten intakten Natur- und Urwaldgebiete in Europa, außerhalb Skandinaviens natürlich. Und was viele nicht wissen, da sind auch die größten zusammenhängenden Buchenwaldstrukturen noch, die wir haben. Nach einer Studie von 2005, Pinmatra hieß die, waren das damals noch circa 218.500 Hektar. Nach ganz harten Kriterien, also Virgin Forests ist die Kategorie, die da genannt wird. Und heute, also es ist noch schlimmer, als du gesagt hast, heute ist ungefähr die Hälfte davon weg. Also die Hälfte dieser Gebiete, die damals 2015 kartiert wurden. Das ist nach diesen ganz harten Kriterien und diese Rodungen bis heute, die haben auch stattgefunden in allen Schutzgebieten, in FFH-Gebieten, in, also Natura 2000 ganz, ganz viel, ich glaube 81.000 Hektar sind FFH-Gebiet. Da ist sehr viel in den Nationalparken, in den Biosphärereservaten, überall, egal welche Schutzkategorie es gibt, überall sind illegale Rodungen von ganzen Bergrücken, von ganzen Tälern. Jetzt gibt es eine neue Studie von Euronatur, das ist eine europäische Stiftung, und Agent Green, eine rumänische Umweltorganisation in Zusammenarbeit mit sehr vielen unterschiedlichen Universitäten, auch international, dass es sogar noch wahnsinnig viel mehr Wälder gäbe, die eigentlich genauso geschützt werden müssten, wie die bis jetzt als Virgin Forest kartierten Wälder. Und zwar kommen die auf eine Zahl von 525.000 Hektar. Die nennen das, also die Analyse heißt Primo Faro, das kommt von Primary and Old Growth Forest Areas of Romania. Und diese alten Wälder, das sind also Wälder, die sehr lange nicht berührt worden sind oder nahezu unberührt sind und auch ein sehr, sehr hohes Level an Biodiversität haben. Also diese Wälder gibt es jetzt aktuell noch. Das ist ein Schatz, der liegt vor unseren Augen und der wird einfach rasant abgeholzt und es sind sehr große Flächen dabei, die gar keinen Schutzstatus haben. So, deswegen haben wir uns Rumänien ausgesucht, auch weil die bürokratischen Hürden der Leute, die das noch weiter schützen möchten, extrem hochgelegt sind. Es gibt Kartierungsteams, die probieren das in einen nationalen Katalog der rumänischen Regierung auch reinzukriegen, diese Wälder, weil sie denken, wenn es mal in diesem nationalen Katalog drin ist, Rumäniens, dann hat es vielleicht noch ein bisschen besseren Schutz als FFH-EU-Schutzstatus oder so. Funktioniert aber nicht so gut, diese Wälder da reinzukriegen. Da werden unglaublich hohe bürokratische Hürden gelegt. Dann haben wir so das Problem, dass wir sind da jedenfalls aktiv geworden aufgrund dieser vielen unterschiedlichen Dinge. Und die Frage ist halt auch immer, was hat dieses rumänische Holz mit uns zu tun? Das wird natürlich auch ganz, ganz viel hierher importiert nach Deutschland. IKEA ist der größte Privatwaldbesitzer in Rumänien. 8% des IKEA-Holzes kommt aus Rumänien, aber nicht unbedingt aus deren eigenen Privatwald. Da passiert fast nichts. Also ich würde sagen, das ist so deren Greenwashing-Wald. Da nehmen sie mal hier und da irgendwelche Bäumchen raus. Und ansonsten kommt das dann auch aus irgendwelchen dubiosen Depots und man kann es nicht wirklich nachweisen. Es gab mal so eine Art Nachweissystem, da mussten dann die LKWs getrackt werden. Dann gab es auch eine App, da konnte man die dann nachverfolgen. Diese App geht plötzlich nicht mehr. Haben Sie wohl gemerkt, nachdem da zu viele investigative Journalisten unterwegs waren, dass Ihnen das dann doch nicht in Kram passt oder so.
ja, das funktioniert alles nicht. Und wir sind da auch aktiv geworden, nicht nur aufgrund dieser großen Hektaranzahlen an alten, unberührten Wäldern, sondern auch, weil die Umweltbewegung es dort sehr, sehr schwer hat. Also es gibt eine einzige uns bekannte Umweltorganisation, Agent Green, die ist halt auch sehr klein, die sich überhaupt noch traut, wirkliche Aktionen, wirkliche öffentlichkeitsaufsehenerregende Aktionen zu veranstalten. Das liegt daran, dass der Geschäftsführer von Agent Green inzwischen mehrere Mordanschläge überlebt hat, dass er zweimal liiert war mit Agentinnen. Inzwischen, wenn er mit irgendwelchen Leuten liiert ist, dann setzt er erstmal Privatdetektive drauf an. Er macht dazu verschiedene Hypothesen, aus welcher Richtung das eigentlich kommt. Ist es Regierung, Verwaltung oder ist es die Holzindustrie? So, keiner weiß es so genau, aber es passieren halt unglaublich schlimme Dinge und trotzdem bleibt er aktiv. Und das ist halt auch ein Grund für uns, dass wir da, also dass wir sehen, was er für Einschüchterungen aushält, was diese ganze Umweltbewegung vor Ort für Einschüchterungen aushält, dass wir sagen, wir müssen das unterstützen, wir brauchen einen europäischen Blick drauf, weil ansonsten passiert da halt nicht viel. Ich würde gleich noch ein kleines Filmchen zeigen von so einem 2,5-Minuten-Clip von einer Aktion, die wir dann da mal gemacht haben, und zwar zum Schutz, das hat auch was mit Deutschland zu tun, zum Schutz eines UNESCO-Buchenwaldgebietes in Rumänien. Es gibt ja dieses UNESCO-Weltnaturerbe, ich habe es mir extra nochmal aufgeschrieben, es hat einen unglaublich langen Namen, Alte Buchenwälder und Buchenurwälder der Karpaten und anderer Regionen Europas. Genau, zum Beispiel, Moment, machen wir mal auf Pause. Kein Problem. Das setzt sich zusammen aus, ich glaube inzwischen sind es 12 Schutzorganisationen, 12 Länder. Robin Wood, Agent Green. Ja, sonst lass es erst laufen. Okay, ja, wir können es im Hintergrund mal, ich mache nochmal auf Pause, komm. So, Pause geht nicht? Okay, alles klar. Also dieses UNESCO-Weltnaturerbe, das setzt sich zusammen aus Buchenwäldern, die in 12 Ländern sind, also in Polen, Italien, Deutschland, Rumänien, Slowakei, Albanien, Belgien, Kroatien und so weiter und so fort. Und das Prinzip dieses Naturerbes ist, sobald an einem dieser Orte geknabbert wird, also irgendwas zerstört wird, hat die UNESCO-Kommission auch das Recht zu sagen, so, okay, Leute, wir ziehen es zurück, das geht so nicht. Und dann ist es halt für alle Länder futsch. Dann können alle Länder ihren Ökotourismus nicht mehr an den entsprechenden Orten machen. Und in Deutschland ist es zum Beispiel Kellerwald ein Stück, Grumsin, Jasmund, was gibt es noch für Orte in Deutschland? Hainig, genau, da in Hainig waren wir auch gerade vor 2 Wochen, haben uns auch die UNESCO-Flächen angeschaut. Das alles ist da nicht mehr. Wir haben da in der Region große Banner an den Häusern hängen sehen, wo groß UNESCO drauf stand. Das kann dann alles zusammengerollt werden. So. Und auch das schüchtert die rumänische Regierung nicht ein. Also das ist ja ein ziemlich großes Druckmittel, eigentlich ein europäisches. Auch das schüchtert die rumänische Regierung nicht ein, trotzdem auch in diesen UNESCO-Wäldern zu roden. Und in dem Fall, in dem wir da jetzt aktiv waren, für den Ausbau einer Nationalstraße, und es ist halt wirklich eine Straße, da muss man irgendwie so mit Offroad-Fahrzeug lang, und wir haben uns trotzdem noch einen Platten gefahren und mussten da im Schritttempo durchkriechen. Das ist, wird schon als Nationalstraße gehandelt auf den Google Maps-Karten. Ich würde keiner Person empfehlen, da mit normalen Autos durchzufahren. Und das Ding soll eben ausgebaut werden zu einer zweispurigen großen Straße, und zwar eben direkt auch ein Stückchen durch so eine Kernzone dieses UNESCO-Buchenwaldgebietes und ganz lange entlang und ohnehin auch noch durch 2 Nationalparks, durch den Retisat und durch den Domoglet-Nationalpark. Dazu zeige ich euch jetzt das kleine Video. Jetzt haben wir es. Am 27. und 28. Juli 2019 trafen sich die Umweltschutzorganisationen Robin Wood, Agent Green und Euronatur mit einem internationalen Team aus Kletternden und Aktiven zu einer spektakulären Aktion in den rumänischen Karpaten. Entlang einer mitten im rumänischen Domoglet-Nationalpark gelegenen Kernzone des Weltnaturerbegebietes Civo-Cevele-Chanai wurde an den 2 Tagen hintereinander ein riesiges Banner gehisst. Der Protest richtet sich gegen den geplanten Ausbau der Nationalstraße 66A mitten durch den Domoglet-Nationalpark, der zudem als Natura 2000-Gebiet unter dem Schutz der EU steht.
Also Zweifachschutzstatus, Dreifachschutzstatus. Die rumänische Regierung plant den Ausbau der bisher bestehenden schlechteren Forstpiste zu einem zweispurigen Highway. Von den 19 Kilometern des geplanten Bauabschnitts verläuft ein Kilometer durch die Kernzone des UNESCO-Schutzgebietes. Dadurch würde der Status des gesamten transnationalen europäischen Weltnaturerbegebietes zum Schutz alter Buchenwälder gefährdet. Am 27. Juli flatterte das Banner über einer Wiese auf einem Gebirgskamm, über den die bisherige Forstpiste verläuft. Am 28. Juli erhob es sich über eine 200 Meter breite und 100 Meter tiefe Schlucht am sogenannten Roten Felsen, der im Rahmen des Ausbaus teilweise gesprengt werden soll. Der spektakuläre Ort war eine Herausforderung für alle Beteiligten. Die EU-weit größten noch zusammenhängenden Urwälder Europas finden sich in Rumänien, seit der Eiszeit nahezu unberührt. Sie sind überwältigend und artenreich. Sie sind von unschätzbarem Wert für Klima und ökologische Vielfalt. Wenn wir nach Wäldern suchen, die in der Lage sind, die Herausforderungen des Klimawandels zu überleben, dann werden wir sie in den rumänischen Karpaten finden. Von diesem Bewusstsein ist die rumänische Holzwirtschaft und die rumänische Regierung noch weit entfernt. Erinnern wir sie daran. Wir fordern von der rumänischen Regierung, die EU-weit bedeutenden Ur- und Naturwälder des Landes konsequent zu schützen und alle Pläne zum Ausbau der Nationalstraße 66a endgültig aufzugeben. Auch die EU ist in der Pflicht, europäisches Naturschutzrecht konsequent durchzusetzen. Die Aktion hat stattgefunden, zusammen auch mit Euronatur, die diese neue Analyse rausgebracht haben. Und ich habe jetzt hier, das ist nicht die neue Analyse, aber das ist auch nochmal so eine dicke Broschüre. Also die sind sehr produktiv, Euronatur, zu den Schutzstatusgeschichten in Rumänien und was da alles gerodet wird. Ich habe ein paar davon mitgebracht, nicht allzu viele, weil die so dick und schwer sind. Und auch mit Agent Green, also es war auch ein internationales Kletterteam, mit dem wir das gemacht haben. Und ich möchte noch eine kurze Sache sagen, nämlich noch eine Antwort auf die Zertifizierung. Also es muss nicht immer nach Zertifizierung gesucht werden. Es gibt auch noch eine weitere Antwort aus der Wissenschaft. Und zwar versuchen wir gerade für Rumänien, das hat für Indonesien schon ganz gut geklappt, einen größeren Referenzkatalog zu erstellen von Baumproben, damit Isotopenanalysen zu machen. Das bedeutet, dass man hinterher sehr exakt sagen kann, wenn man diese Proben hat und dann wiederum Proben von Produkten nimmt, dass man sehr genau sagen kann, wo kommen die her. Bis jetzt ist der Referenzkatalog für Rumänien viel zu klein und für viele andere Länder auf der Welt viel zu klein. Es gibt Bestrebungen auch einer amerikanischen Organisation, das auch international auf die Beine zu stellen und weltweit diese Referenzen einzusammeln. Und dann hätte man wirklich ein Mittel in der Hand. Dann könnte man sagen, okay Leute, dieser Strandkorb wurde nicht hergestellt aus diesem Wirtschaftswald, sondern andere Seite des Weges, der Nationalpark war es, wo ihr den Baum rausgeholt habt. Also das ist auch eine Option, die man gehen kann. Vielen Dank Jana, vielen Dank Robin Wood für diese Aktion, man könnte ja fast schon sagen, Waldschutz gegen organisierte Kriminalität, könnte man jetzt noch viel weiter diskutieren. Wir haben allerdings nur noch 5 Minuten in dieser Runde, dann ist dieses Panel auch schon wieder beendet. Jetzt eben hat sich der Uwe Schollmerich dort hinten noch gemeldet, meine ich gesehen zu haben. Vielleicht können Sie noch was... Laszlo meldet sich noch da hinten. Laszlo Maras. Laszlo Maras vom Forum Umwelt und Entwicklung. Mikrofon brauchen wir aber noch. Ja, bezüglich der Schutzgebietsdebatte, die tauchte ja heute schon mal kurz auf beim 5%-Ziel. Das ist ja auch ein Argument, das sehr häufig immer wieder leider nicht auszurotten ist, dass wenn wir hier Wälder schützen, dann müssen wir ja quasi unseren Holzhunger aus Raubbau irgendwo stillen. Ich meine, was ist das für eine unanständige Geschichte? Wenn jetzt ein Arbeitnehmer weniger Lohn hat, muss er auch nicht eine Bank ausrauben. Das macht man halt nicht. Dann muss man halt nach dem Gesetz in der Marktwirtschaft, gibt es ein bisschen weniger Holz, wird es ein bisschen teurer und dann wird gespart und dann ist gut. Und ich habe noch keinen einzigen von den Leuten, die so argumentieren, in Rumänien gesehen, die irgendwo oder im Regenwald, die gegen Holzeinschlag protestiert hätten oder gegen Waldvernichtung. Niemand.
Wir haben vor über 30 Jahren Pro Regenwald in München gegründet. Wir haben gegen Raubbauholz gekämpft, das auch deutschen Waldeigentümern Konkurrenz gemacht hat. Kein einziger dieser Verbände, die jetzt dann aufschreien, plötzlich ihr Herz für den Regenwald entdecken, hat jemals bei auch nur einer Aktion irgendwo mitgemacht, um Raubbauholz zu verzichten. Also diese verlogene Debatte können wir gar nicht weiterführen. Das taugt überhaupt nichts. Wir müssen dann natürlich unseren Leuten auch sagen, Holz sparsamer, effizienter verwenden, ist ganz klar. Und natürlich müssen wir der Bundesregierung dann eben auch einfordern, dass wir diese illegalen Holzimporte oder auch innerhalb Europas dann eben mit den entsprechenden Kontrollbehörden abstellen. Und da haben wir halt nur eine Handvoll Leute. Also man kann schöne Zertifizierungen machen, schöne Gesetze, schöne Regelungen. Auch bei Biokraftstoffen gibt es ja. Dann hast du 8 Leute irgendwo in der EU sitzen, die sollen den ganzen Biomassehandel kontrollieren. Ich könnte da 24 Stunden, 7 Tage in der Woche arbeiten. Da komme ich nicht weit. Und das ist bei dem illegalen Holzhandel das Gleiche. Die haben 3-4 Leute. Ja, was sollen die denn machen? Der eine muss ständig Vorträge halten und mit der Wirtschaft reden. Ja, ist ja auch wichtig, ne, ist klar. Aber ansonsten, wie wollen die das machen? Also das Beste ist wirklich ein schönes Gesetz machen, auch bei Mercosur, ein bisschen Nachhaltigkeit. Und danach guckt sowieso keiner nach. Ja. Deswegen Gut. sind wir auch vom Forum der Meinung, also um nur den Bogen noch zu spannen, Mercosur, das hilft auch nichts, wenn wir jetzt ein bisschen ökologischere Produkte von dort beziehen. Allein die Masse macht schon das Problem, die Dosis macht das Gift. Vielen Dank, Laszlo Maras vom Forum Umwelt und Entwicklung. Ja, Niklas? Ja, Niklas Gesmus. Nur weil wir jetzt kurz vor der Schlussrunde sind, wollte ich noch einen Punkt anfügen, weil er mir bisher noch nicht aufgefallen ist in der Diskussion und weil ich ihn total wichtig finde und eigentlich ein ganz simpler Punkt ist. Personalausstattung, Umwelt- und Naturschutzverwaltung. Also wenn wir über Naturschutz im Wald sprechen, ist das für mich eigentlich mit der entscheidende Faktor. Der ist bisher in der Diskussion noch nicht so aufgetaucht, aber wenn ich mir das hier in der Region oder auch darüber hinaus angucke, dann ist eben die Situation immer diejenige, dass die Umwelt- und Naturschutzbehörden behördenintern in der Regel keine Durchschlagskraft haben. Also wenn sie zum Beispiel dann Abwägungen gegenüber dem Wirtschaftsförderungsamt oder sowas Stellungnahmen abgeben sollen, dann werden die meistens dann weggewogen, weil sie teilweise auch einfach nicht die Kapazitäten haben, das dann entsprechend durchzusetzen. Wir warten zum Beispiel im Kreis Steinfurt nach wie vor noch auf die Verbissgutachten beim Thema Bejagung. Durchsetzung von Abschussplänen wird nicht kontrolliert, wird nicht eingehalten. Die Behörden haben niemanden, um mal rauszugehen. Es gibt faktisch kein Artenmonitoring im Wald, zumindest bei uns im Teutoburger Wald nicht. Das ist auch die Frage FFH-Gebiete. Wir haben eigentlich viele Gebiete im Teutoburger Wald, die auch FFH-wertig wären von der ökologischen Wertigkeit, die aber nach wie vor dem Kalkabbau für die Zementindustrie zum Opfer fallen, weil die Umweltbehörden auch keine Handhabe haben, weil sie auch nicht wissen, was da überhaupt an Arten ist. Also wenn ich was politisch nicht wichtig finde, kann ich es entweder nicht regeln oder ich kann eben dafür sorgen, dass es kein Personal gibt, um Gesetze durchzusetzen. Also wir reden viel über neue Gesetze und was wir alles brauchen oder auch über die Abkommen. Am Ende fehlt es überall strukturell in der Umwelt- und Naturschutzverwaltung an Personal. Und das finde ich unheimlich wichtig beim Thema Naturschutz im Wald. Deswegen war mir das wichtig, jetzt abschließend nochmal diesen Punkt zu machen. Und vielleicht gibt es die Möglichkeit, in der Schlussrunde nochmal drauf einzugehen. Weil ohne das wird es nicht gehen am Ende. Also ich fand jetzt die internationale Vernetzung, die internationalen Zusammenhänge und Bezüge fand ich super spannend auch aufgearbeitet. Und im Gegensatz zu einem meiner Vorredner bin ich schon der Meinung, dass wir natürlich an Punkten, wo wir bei uns darüber sprechen, dass wir Flächen außer Nutzung nehmen, schon über die Zielgenauigkeit uns Gedanken machen müssen. Also ich bin sehr dafür, Flächen außer Nutzung zu nehmen, wenn wir gesellschaftlich im Artenschutz wirklich davon richtig gut profitieren und dafür für uns was rüberkommt. Ich hatte bei der Wildnisdebatte, die wir die letzten Jahre teilweise hatten, das Gefühl, genau diese Zielgenauigkeit ist nicht da. Das heißt, wir wissen dann an verschiedenen Punkten gar nicht, warum wir nehmen wir eine Fläche außer Nutzung. Und dann hat es nämlich schon auch einen internationalen Punkt. Dieses Land ist so reich, dass es Holz von überall aufsaugt und dann tatsächlich die Ressourcen anderen Ländern weggenommen werden. Und an der Stelle bin ich durchaus für Schutzgebiete und auch für Stilllegung von Flächen, aber durchaus dafür, dort sich genau Gedanken zu machen und das Ziel genau zu tun. Und das ist auch eine Aufgabe, die wir haben.
Jetzt gibt es hier vorne noch eine Wortmeldung und dann machen wir noch 2 Minuten pro Person hier auf dem Panel und dann gehen wir in den Abend. Ja, ich möchte nur einmal ergänzen zu dem Punkt, wie kann es sein, dass irgendwie niemand auf Rumänien aufmerksam wird? Du hattest das schon angesprochen, das wird bestimmt auch daran liegen, dass Rumänien im Moment ganz andere Probleme hat. Also ich habe familiäre Verbindungen nach Rumänien, mein Freund ist Halbrumäne und ja, die Probleme sind zum Beispiel auf dem Land, dass es keine ärztliche Versorgung mehr gibt, dass viele Menschen 2 Stunden lang bis zum nächsten Krankenhaus brauchen, um da an ärztliche Versorgung zu kommen. Die Regierung ist endlos korrupt, muss man sagen. Es gibt teilweise kein warmes Wasser in den Häusern. Und das ist ein EU-Land, das muss man sich auch mal klar machen, was das für Bedingungen teilweise sind. Und das Bewusstsein kommt vielleicht langsam an bei den ab 20-Jährigen, dass die Umwelt auch ein wichtiger Punkt ist, aber der Großteil der Bevölkerung denkt gar nicht dran, die Wälder schützen zu müssen, weil es eben teilweise um die Existenz dieser Menschen geht. Und deswegen würde ich sagen, ist das auch eine große Verantwortung, wenn wir das wissen, Verbindungen zu solchen Ländern herzustellen und da was aufzubauen. Und wenn du sagst, es gibt da eine Gruppierung, die das gut hinbekommt, die dann auf jeden Fall zu stärken. Genau, das möchte ich gerne jetzt. Ja. Ja, vielen Dank. Ich denke, das war auch noch mal ein wichtiger Punkt, dass Waldschutz, Waldnutzung, also vor allen Dingen hier der Waldschutz, auch eine soziale Komponente hat. Wir haben es heute Morgen im ersten Panel schon gehabt, oder der Harald Klingebühl hat gesagt, die soziale Komponente der Waldaufforstung vor vielen, vielen Jahrzehnten hier als Luftreinigung. Also Wald hat, und wir haben es im Videobeitrag gehört aus Brasilien, Wald hat eine sehr starke soziale Komponente. Ob man sich darum kümmert, wie man ihn nutzt und wie man damit umgeht, hat viel mit sozialen Status, wirtschaftlichen Gegebenheiten zu tun. Ich würde euch dreien hier vorne, wenn ihr mögt, noch einmal 2 Minuten geben, das Abschlusswort zu nehmen sozusagen, sodass, um dann zum Ende zu kommen. Also ich finde ganz wichtig ist sozusagen, dass man nicht nur die Gesetze schafft, sondern sie auch wirklich konsequent umsetzt. Rumänien hat ja letztes Jahr die Ratspräsidentschaft gehabt, im letzten Halbjahr. Ich habe den Minister gefragt, Probleme haben wir nicht, alles in Ordnung bei uns. Haben ja auch the problem Verfahren. Is solved, sagt er immer. Ja. Wir haben auch kein Verfahren von der EU am Hals, also was wollen sie eigentlich? Das sind alles Gerüchte, die Robin Wood und Greenpeace in die Landschaft setzen, alles in Ordnung. Und das Problem fängt tatsächlich an, wenn du vor Ort keine Leute hast, zufällig auch keine Grünen in Rumänien, weil da tatsächlich das Umweltbewusstsein in diesen Ländern noch nicht so weit entwickelt ist, wie es vielleicht bei uns in vielen Bereichen schon ist, weil man jetzt erstmal schlicht und ergreifend Kasse macht. Ja? Vor wegen Kommunismus, ne? Die hatten das ja schon lange und sind tatsächlich jetzt so, ich habe das auch in baltischen Ländern erlebt, dass ja, ihr zeigt jetzt mit dem Finger auf uns, wie viele ökologische Vorrangflächen habt ihr denn in Deutschland? In Rumänien haben wir noch wesentlich mehr im Verhältnis, als wir es in Deutschland haben. Es ist dann, der Deutsche tut sich dann auch schwer am Ende zu sagen, jetzt machen wir schön. Und bei uns ist es ja dann ähnlich wie mit Brasilien-Diskussion ja auch nicht so viel besser. Das andere ist, welche Wertigkeit geben wir eigentlich diesen Bereichen Umwelt und Überwachung in der Politik? Gucken wir uns doch mal an, ob das Bundesregierung oder der EU-Kommission, die Umweltministerien sind immer die als Reparaturbetrieb immer hinten herlaufen, aber nicht in alle zentralen Entscheidungen mit eingebunden werden. Ich finde, Frau Schulze gibt sich viel Mühe, ging immer nett und anständig. Die Frau hat in dieser Regierung nichts zu sagen und genauso ist es mit dem Umweltkommissar. Warum, wie in der letzten Runde, kommt ein Umweltkommissar der Europäischen Union ausgerechnet aus Malta, wo man noch Vögel, das ist doch eine klare Ansage. Warum schickt Deutschland, jetzt ja, haben wir ja die Chefin, aber warum hat Deutschland keinen Umweltkommissar? Nein, wir sind immer für Finanzen zuständig. Ja? Insofern, welche Gewichtung geben wir denn in diesen Bereichen? Und das müssen wir verstärken. Letzter Satz, harte politische Realität. Das Europäische Parlament hat eine Forderung durchgesetzt, waren wir als Grüne auch mächtig stolz drauf, kein Palmöl mehr in den Agrotreibstoff. Forderung war 23. Daraus ist 30 geworden, weil auch gerade Deutschland gesagt hat, nee, haben noch ein bisschen Zeit. Am nächsten Tag haben wir alle ein Schreiben gekriegt der malaysischen Regierung und von Indonesien. Liebe Kollegen, wir haben da gerade eine Bestellung von 150 Airbussen abgegeben und wenn ihr das nicht zurückgängig macht, dann bestellen wir unsere Flugzeuge halt in den USA.
Es wird auch ganz gezielt, ist nicht nur so, dass wir wirtschaftlichen Druck ausüben können, von der anderen Seite und gerade von den Tigerstaaten und anderen, da wird auch massiv Druck ausgeübt. Wenn ihr unser Palmöl schlecht macht, dann kaufen wir halt woanders. Und das ist mit China ja im Moment nicht anders. Aber das muss man auch gewahren. Wir sind nicht in der Rolle, dass wir immer überall jetzt diktatorisch sagen können, jetzt macht aber mal, weil wir das wollen. Sondern es gibt natürlich auch Interessen auf der anderen Seite, die heute genauso gewichtet werden. Ich weiß nicht, ob das die Kommission durchhält, zu sagen, wirklich in 12 Jahren oder in 11 Jahren gibt es keinen Akkutreibstoff mehr. Aber den Kampf müssen wir halt führen. Am Ende ist es dann halt auch der Verbraucher, ob er noch E10 tankt. Das muss man sich halt auch überlegen. Oliver. Ja, mit der Umweltverwaltung und dem Personal ist natürlich völlig richtig. Was wir im Moment erleben, ist die lange Bremsspur eines neoliberalen Zeitgeistes, den man in den 90er Jahren hatte, als man dachte, man kann das alles irgendwie privatisieren, auf freiwillige Selbstverpflichtungen und sowas reduzieren. Und deshalb fehlen in Umweltverwaltungen Leute, Personal. Das kennt jeder aus der Kommune, das kennt jeder von der unteren Landschaftsbehörde aus dem Kreis. Das Personal ist nicht da. Deshalb muss man daran was tun. So, überhaupt keine Frage. So, und das ist eine Aufgabe von Politik. Martin hat da gerade alles Richtige zu gesagt. Das ist eine Ressourcenentscheidung, die man treffen muss, die auch nicht einfach ist, wo mir auch, jeder kennt das auch, glaube ich, aus einer Kreis- oder Ratsfraktion schon mal, wenn man dann als Öko sagt, da muss jetzt das Umweltamt besser ausgestattet werden, da kommen auch andere an und sagen, naja, muss das jetzt schon wieder sein, hatten wir doch in der letzten. Und also ich glaube, das ist der Streit, den man da in der Gesellschaft führen muss. Ich warne aber ein bisschen davor, das als eine endgültige Lösung zu sehen, weil ich erlebe auch, dass durchaus arbeitsfähige Behörden, wenn sie ohne gesellschaftliches Backing sind, zu merkwürdigen Ergebnissen kommen. Also da muss man wieder in den Hambi gehen und wir erleben dann mit Millionenaufwand organisierte Umsiedlungsaktionen für Bechsteinfledermäuse, wo man, ich sag mal, am Sinn zweifeln kann, aber die Beamten nicht die Grundsatzfrage gestellt haben, wieso ist das Ding eigentlich kein FFH-Gebiet und wieso wird das hier überhaupt abgeholzt? So, also, weil das ist erst gekommen, als die Gesellschaft dann diese Frage gestellt hat und den Konflikt aufgemacht hat. Und ich glaube, eine gute Umweltverwaltung kann auch nur funktionieren, wenn es entsprechende Zivilgesellschaft dahinter gibt, die, ich sag mal, im politischen Raum auch dann dafür sorgt, dass die Themen relevant sind. Sonst nützt auch vieles Personal an der Stelle nichts, wenn am Ende der Resonanzraum fehlt. Ich finde noch was zu der ganzen Frage Flächenstilllegung und sorgt das für Druck in anderen Ländern zum Raubbau. Also dieses Argument habe ich übrigens mal von einem zu Gutenberg in meinem Büro gehört, der mir vorgeworfen hat, wir hatten gerade damals den Nationalpark Eifel gemacht und das war auch breites Medieninteresse und er hat mir persönlich dann vorgeworfen, ich sei schuld, dass in Sibirien jetzt Tigerwälder abgeholzt werden, ne? So, also auch schob das so auf die persönliche Ebene, war ein eher unfreundliches Gespräch, an das ich mich nicht so gerne erinnere. Ich finde das ein irres Argument. Weil mit genau dem gleichen Argument könnte man sagen, naja, irgendwo auf der Welt gibt es bestimmt noch Kinderarbeit und wir machen dann hier auch Kinderarbeit, weil wir können es hier wenigstens kontrollieren. Und hier haben, also so, das kann man an der Stelle nicht machen. Und ich finde, es ist ein viel wichtigeres und viel wirkungsvollerer Punkt, wenn man bei sich im eigenen Land zeigt, dass man solche Maßnahmen und Sachen machen kann. Wir haben ja gerade nun FFH-Gebiete, was über FFH-Gebiete in Rumänien gehört. Die Rumänen werden bestimmt sagen, wenn jetzt alle Deutschen da hingehen und sagen, was macht ihr um Gottes Willen, was macht ihr da in euren FFH-Gebieten oder FFH-würdigen Gebieten, dann werden die sagen, ja, was ist denn bei euch in Deutschland? Ihr wirtschaftet doch genauso den Wald. Warum sollen wir denn jetzt unseren Wald hier, nur weil wir den noch nicht... So, und deshalb glaube ich, ist die Vorbildfunktion an der Stelle das viel, viel wichtigere und wirkungsvollere mit unseren Wäldern. Und man muss sich dann an der Stelle mal auch über die Dimension klar werden.
Wir reden davon, ich habe ja eben schon die 10% gesagt, was das wissenschaftliche Langfristziel ist. Wir reden ja eigentlich nur über 5% sein. Und mal ehrlich gesagt, daraus dann abzuleiten, dass man einen Druck für einen Raubbau, der, wenn wir nicht andere Mittel finden, sowieso stattfinden würde, das finde ich ein absurdes Argument. Und ich finde, da muss man auch klar dagegenhalten und sagen, das kann nicht dazu führen, dass wir hier keinen Naturschutz im Wald machen. So. Jana Valentin hat das Abschiedswort. Wahnsinn, ich will eigentlich auch gar nicht mehr so viel sagen. Also nochmal zu dir als Zusatz sozusagen. In dem Moment, als Schweighofer das FSC-Zertifikat verloren hat, da waren ja in Rumänien Zehntausende von Menschen auf der Straße. Das hatte auch was mit Schweighofer zu tun, das hatte auch noch was mit ein paar anderen Sachen zu tun, die da aber auch immer mit dem Wald verknüpft waren. Aber der Punkt ist, die Leute waren nicht auf der Straße für den Wald, sondern gegen Korruption. So, das war der Punkt. Das heißt, wir müssen auch unseren Blick darauf richten, was sind eigentlich die jeweiligen Hebel, die wir ziehen müssen, in welchen gesellschaftlichen Konstellationen. Die sind ja dann auch immer wieder unterschiedlich. Das Spannende da war dann, dass das ja die Antikorruptionsbehörde aufgedeckt hat und daraufhin hat dann die Antikorruptionsbehörde einen Korruptionsvorwurf bekommen und seitdem gibt es ihn nicht mehr. So. Ich möchte einfach auch nochmal diesen Blick darauf stark machen, dass es uns überhaupt nichts bringt zu überlegen, kriegt jetzt irgendwie die Umweltbehörde mehr Geld oder was müssen wir für Setzlinge nehmen oder also dieses ganz klein-klein und sowas, das bringt uns irgendwie überhaupt nicht weiter, dieses Ressortübergreifende muss her, es bringt nichts mehr, alleine in einem Ministerium irgendwie rumzuhängen und sich das zu überlegen. Das Umweltministerium muss genauso mit dem Ministerium für Landwirtschaft und Ernährung zusammenarbeiten wie mit dem Verkehrsministerium. Wir brauchen eine Verkehrswende wie mit dem Wirtschaftsministerium. Wir brauchen irgendwie eine bessere Wirtschaftssystem. Wir brauchen andere Produkte wie mit dem Bildungsministerium. Wir brauchen auch schon Bildung, die ganz früh ansetzt und das auch irgendwo implementiert in der nächsten Generation. Da wird halt irgendwie ein Schuh draus. Da braucht man gemeinsame Kassen und da braucht man auch gemeinsame Gesprächsbereitschaft. Und das ist natürlich eine Riesenaufgabe, genau. Und nochmal zum Abschluss so zu mir persönlich. Ich finde es einfach unglaublich großartig, gerade hier zu sein, weil letzte Woche war der Waldgipfel in Berlin und für meine biografische Aufschichtung der Erfahrungen sozusagen in einer Chronologie finde ich das wahnsinnig grandios, dass wir hier so offen reden können und austauschen können über Wald-Naturschutz-Perspektive. Vor einer Woche ist mir das Wort entzogen worden. Also ich freue mich auf noch viele Gespräche heute Abend und auch noch morgen und auf einen schönen Waldspaziergang und danke, dass ich eingeladen wurde. Ja, vielen Dank. Vielen Dank euch und Ihnen allen, vielen Dank euch dreien hier vorne. Ich will gar nicht mehr viele Worte machen. Für den Wald lohnt es sich zu kämpfen, deswegen sitzen wir hier. Es gibt viele Menschen, die für den Wald kämpfen, im Wald kämpfen, und sich stark machen, dass es den Wald auch weiterhin gibt. Wir werden morgen den ganzen Tag Zeit haben, in den Panels darüber zu diskutieren.